Freunde, willkommen zum heutigen Test. Wir testen mal vier verschiedene Bombenrohre für euch. Wir haben hier welche von Bröcker, von Geisha, von Kafferata. Ich würde mal sagen, die Zamba King testen wir mal zuerst von Bröcker, beziehungsweise wir testen sowieso alle, aber ich meine, die stelle ich euch jetzt zuerst vor. Sind vier Stück in der Packung drin. Die Packung hat eine NEM von 10,6 Gramm, 2,65 pro Stück. Dann haben wir hier noch diese von Mad Dog, auch von Kafferata, mit 2,5 Gramm pro Bombenrohr. Hier kosten sie 1,75. Die Aftershock Box von Geisha haben 21,3 Gramm auf 6 Stück. Kosten 2,50, glaube ich. Kann ich nicht mehr lesen. Und dann haben wir noch die Sniper Shocks, auch 6 Bombenrohre von Kafferata mit einer NEM Gesamt von 21 Gramm. Ja, dann würde ich mal sagen, nehmen wir alle mal mit raus und schauen uns die mal an, was die halt können, ne? Beziehungsweise wer ist der Beste. Das sind jetzt übrigens auch die Bombenrohre, die ich bekommen habe dieses Jahr. Die meisten haben wir ja schon mal getestet und gefilmt, deswegen schauen wir uns mal die an. Sind relativ günstig, von daher. Bis gleich draußen zur Zündung. So, hier sind jetzt wie versprochen die Thunder Kings vom Brickhof. Die vier kleinen zünden wir mal für euch weg. Einfach anfangen. Was machen die denn da? Laufen die jetzt alle hierher? Die haben wir gesagt. Da war ziemlich schnell. Schnell und laut. Ganz gut. Sind ganz schön schnell. Aber vom Klang her finde ich sie gar nicht mal so verkehrt. Oh, der war am lautesten. So, wir haben ja die Sniper Shocks. Würde ich mal sagen, zünden wir alle weg für euch. Und David zündet. David hat Lust. David freut sich. Juhu! Vier Burg. Boah. Dumpf. Aber besonders gut finde ich die jetzt nicht. Da fand ich bessere. Also habe ich heute schon bessere gezündet. Ja, ich muss sagen, die finde ich jetzt nicht so gut. Nö, die sind recht leise. Ja, die soll ich mir jetzt nicht nochmal holen. Oh, der Gegen. Immer schwer zu sagen, wo der Knallgrad ist, weil ich genau hinter der Sonne stehe. Da sehe ich das Display immer nicht so. Und so wie es aussieht, der letzte. Na, Freunde. Die Bombenrohre haben übrigens 2,5 Gramm NEM. Vier Stück im Set von Kafferata. Oh, mit Crackling. Aber ich würde es jetzt vergleichen wie im Flashbang aus dem Lidl, oder? Ohne Crackling halt. Ja, also nicht ganz laut wie die von den anderen davor. Aber zum Warmschießen vier kleine Bombenröhrchen.
Wind ist wohl auch schlimm heute. Der war wohl auch mit Crackling. Ich finde das lustig, dass bei 2,5 Gramm trotzdem noch ein bisschen Crackling drin passt, ja? Was hat denn da der Blitzknallsatz? 0,3? Also eigentlich ganz gut die Teile, muss man mal sagen. Und gekostet haben sie unter 1 Euro, also kann man sie mal mitnehmen. Sie können. Oh, den habe ich gar nicht drauf gekriegt, aber der war ziemlich laut. Ich würde sogar sagen, die sind besser wie die Flashbangs aus dem Lidl. Ja, gut. Die sind F2? Ja, die sind F2. Aber ich muss sagen, mit einer der lautesten Bombenrohre. Ab und zu ist mal noch ein roter Stern dabei. Da sind auch rote Sterne dabei. Das ist nicht gedacht. Da war tief. Und der letzte. Also ich kann es empfehlen, voll Hütte. Teuer waren sie jetzt auch nicht, also unter 2,50. Also so, ich denke mal 2,50 waren sie gekostet haben, so um den Dreh.